Ja, einen wunderschönen guten Abend. Dirk Wirtschewski, mein Name. Heute haben wir den 2. November, es ist 19 Uhr und wir wollen uns heute mit dem Thema Trading-Psychologie, wie wir das beim Handel einsetzen, unterhalten, beziehungsweise Ihnen was vorstellen. Der Malte Korb ist auch gleich online. Ich werde einfach mal die Einleitung schon machen und dann werden wir Schritt für Schritt da durch die jeweiligen Punkte, durch die jeweiligen Folien gehen. Kommen wir zum allgemeinen Thema. Es ist immer so diese typische Einstellung, Trading-Psychologie. Was steckt da immer dahinter? Ich hatte letztens im Webinar beim letzten Epilog in Richtung Trading-Psychologie schon mal hin und wieder ausgeholt, auch auf diese Elemente vorgestellt, wo es einfach um ganz ja, Basisdinge ging, vor allen Dingen die typische Komfortzone, dass man sich daraus entwickeln soll. Wenn wir die Zeit dazu haben, können wir da auch noch mal gerne nochmal zur Stellung nehmen, kommen wir erst hier in den Bereich der Folie, wo wir auch nochmal kurz die Personen vorstellen. Malte Kaub, also hier gleich im Programm mit dabei und Ja, ich bin auch lebt in hier. London. Hallo Ach, der ist ja Dirk. schon da, da kannst du ja selber was zu dir Ja. sagen. Grüß dich. Ja, grüß dich. Ich bin Malte Kaub, richtig. Ich grüße jetzt aus London. Und was ich immer mit reinbringe, ich glaube, ist so diese globale Perspektive. Bin recht viel unterwegs. Komme auch gerade von einem Trip aus Spanien zurück. War vor 2 Wochen in Tokio. Und das ist dann immer so mit dem Austausch quasi mit den lokalen institutionellen Tradern oder den Banken. Das Wissen, das bringe ich dann ganz gern mit auch zurück. Und es ist auch eine gute Bestätigung, immer wieder zu sehen, dass gerade die Trading-Psychologie-Themen, ja, dass die quasi die gleichen Herausforderungen wirklich weltweit sind. Zurück zu dir, Ja, Dirk. genau, kurz zu mir. Der andere Mensch, der hier spricht, Dirk Wirtschewski, mein Name, viele Jahre schon hier tätig im Bereich auch Seminare, Webinare, sei es jetzt auch für Finanzmessen, Börsentagen und so weiter. Parallel genehmige ich mir auch die eine oder andere Moderation, einfach weil das auch Spaß macht und es auch mal ein bisschen etwas abseits des Tradings, des reinen Tradings ist, des Finanzmarktes und ja, hauptsächlich im Bereich FX und Aktien unterwegs. Handel mein eigenes Geld, keine Vermögensverwaltung, keine Vermögensberatung. Geht hier einfach darum, aus den langen Jahren auf dem Finanzmarkt das ein oder andere eben auch zu berichten und dass man tatsächlich auch sich selbst am Schopfe packen kann und auch aus dem Sumpf der schlechten Trade-Gewohnheiten rauskommen kann. Daraus schöpfe ich eigentlich auch. Vor allen Dingen, wenn man selber auch mal am Anfang Schwierigkeiten mit dem Trading, mit den Ansätzen und mit der Trading-Psychologie an sich selbst auch hatte. Risikowarnung möchte ich gerne auch noch kurz ansprechen. Handelsspekulationen, Aktien, Devisen, CFDs, Futures, jedwede Derivative, Finanzinstrumente, Anlagewinkel auf Margin. All diese ganzen Dinge, die wir immer wieder am Finanzmarkt eben vor uns haben, sind mit einem Risiko verbunden. Und auch ich sage das immer wieder mit der Salontür, die schwingt zu beiden Seiten. Es gibt schöne Gewinnchancen, leider stehen dann aber auch beträchtliche Verlustrisiken gegenüber. Das sollte man wissen. Man soll auch nicht mit dem Kapital spekulieren, dessen Verlust man sich nicht leisten kann und vor allen Dingen auch nicht bitte irgendwie irgendetwas beleihen und dann dieses Geld dafür verwenden und traden und dann später ist es futsch und man muss über Jahre noch vielleicht das ein oder andere zurückzahlen. Das wäre nicht so hervorragend so rum vielleicht ausgedrückt. Und obendrein schadet es vielleicht auch nicht, sich eines unabhängigen Finanzberaters oder auch Steuerberaters zu bedienen. Kommen wir zur ja, Folie von Via Self-Invest noch risikohinweis, damit man weiß, mit wem man das zu tun hat hier in dem Fall. 1998 gegründet, also nicht gerade erst gestern irgendwie mit dem Brokergeschäft angefangen und auch nicht irgendwie zwei oder drei Leute nur irgendwo im Backoffice, im Desk, sondern ein großes Unternehmen seit längerer Zeit schon am Markt. Ist eine lange Zeit für die Leute, die am Finanzmarkt unterwegs sind. Da ist man also mit 1998 bis heute schon recht lange ja, am Start, sage ich mal so salopp. Börsenmaklerlizenz, Kommissionärslizenz, Vermögensverwalterlizenz, Luxemburgische Ministerium für Finanzen ist das hier die Aufsicht auch. Das Unternehmen wird reguliert von der CSSF, also der Kommission de Surveillance du Secteur Financier. Das ist quasi vergleichbar mit der deutschen BaFin, ist das die Luxemburger Variante. Das zu der Self-Invest. Und noch kurz zu den allgemeinen Einstellungen, was ich vorhin noch kurz angekündigt hatte. Mir ging es darum, kurz nochmal darauf zu sprechen zu kommen, zu der Folie, die ich im letzten Webinar hier angepriesen habe. Es geht einfach nur mal um den Punkt, und da sind Sie ja letzten Endes auch schon heute bei uns dabei, dass man die ein oder anderen Dinge letzten Endes sich auch mal zumuten muss, sich neue ja, Wege erschließen muss, quasi.
aus seiner Komfortzone, so von der Couch am Abend einfach mal auch aufstehen, mal was anderes machen und sich auch mit Dingen beschäftigen. Und das gilt auch fürs Trading, fürs Investment, dass man quasi aus dieser Komfortzone rauskommt in diese Lernzone. Und je mehr man da macht, je mehr man da tut, je mehr man letzten Endes den sogenannten Progress für sich da fördert, also den Fortschritt, dementsprechend kann man auch vielleicht den einen oder anderen Pokal dann auch holen. Darum geht es einfach, dass man sich selbst auch beherrschen lernt und möglichst diesen roten Ring hier, diese Panikzone, ganz weit nach außen wegdrängt oder am besten ganz wegschiebt. Denn je mehr man aus der Komfortzone rauskommt, je mehr man in der Lernzone unterwegs war und das alles ausdehnt, umso weniger Panik, umso schlechtere Entscheidungen, umso mehr Unfälle passieren dann halt eben nicht. Das zu der Thematik dazu. Der Malte hat uns heute mal seine Folien mitgebracht. Ich habe die auch mit dabei natürlich hier und werde die einfach mal jetzt rüberschieben, Malte. Wenn Sie sich rüberschieben lassen. Ja. Und ich hoffe, man kann sie jetzt auch schon sehen. Ich kann sie sehen, ja. Ja, genau. Und da würde ich einfach dann auf die nächste Folie schon mal rüberschwingen. Ja. Na? Das war ein Sind bisschen wir da zu weit. richtig? Das war Sind wir da Seite richtig? 20, war das? Nein. Warum ist das auf einmal Seite 20? Warum das? Ach, ich habe es andersrum offen, natürlich. Ein bisschen zu weit. Das ist ja natürlich, ist ja kein Problem. Wir gehen uns einfach ganz kurz hoch. Was auch immer, Genau. warum ich das falsch rum hier aufgelegt habe, keine Ahnung. Du Also ich und kann ja schon Malte. mal anfangen, wenn du auf die Folie gehst, wo wir den quasi den Hedgefonds mit den. Sind wir. Da sind wir, leg los. Genau, die Folie. Ich hoffe, der Ton ist okay. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, sag Bescheid, dann würde ich ein anderes Headset nehmen. Ja, Ich alles mache das ja gut. jetzt schon einige Jahre und was irgendwann interessant ist, die Ideen scheinen ja immer, ja, okay. Die Ideen scheinen ja immer zu stimmen bei den Trading-Einstiegen, ja. Nur die Umsetzung, an der hapert es. Also ich mache das, diese Interviews von privaten und professionellen Tradern schon garantiert seit 15 Jahren, und habe dann immer die Frage gestellt, wo hängt es denn? Ja? Und aber dieser Split zwischen der, weiß ich, was ich denke, was am Markt passiert, und dann das auch dann sehen, wie sich das dann abspielt. Und dann auf der anderen Seite die Realität im eigenen Tradingbuch klaffen doch meistens weit auseinander. Ich weiß nicht, bei mir habe ich jetzt gerade schwarz. Ich weiß nicht, ob das jetzt für alle so ist. Ich sehe schon, da kommen ein paar Meldungen. Jetzt habe ich wieder die Folie. Also 70% der Ideen sind korrekt, aber nur 30% der Einstieg. Ist natürlich ein bisschen simplifiziert, ist ja noch sehr viel mehr, was drin hängt. Man muss ja aus dem Trade auch wieder rauskommen, kommt nur Risiko und Money Management daher. Aber was ich Ihnen auf jeden Fall schon mal mitgeben kann, da unterscheidet sich der institutionelle Trader nicht von dem Privattrader. Ja? Also auch da ist es nicht einfach so, dass der Profi immer cool im richtigen Moment am Hoch und Tief auf den Knopf drückt, sondern der hat genauso mit seinen Problemen da zu kämpfen, gerade mit der Trading-Psychologie. Und auch bei automatisierten Systemen ist auch immer ganz interessant, wenn man sich da mit den Algo-Tradern unterhält. Die haben dann auch irgendwann mal den Punkt, wenn zum Beispiel sie sagen, im Modell habe ich so und so viel Prozent Rückgang im Modell, ist okay. Ja, und dann hat man auf einmal 20, 30% Drawdown. Und dann wird die Strategie hinterfragt und dann schaltet man den Algo ab. Ja, also auch da kommt das Thema Trading-Psychologie ein. Kannst ruhig mal auf die nächste Seite gehen. Und natürlich machen wir das zusammen. Dir kannst jederzeit auch mit reinspringen in die Diskussion. Ja, kannte ich. Ich habe ja Ja. das letzte Mal, ich habe ja das letzte Mal ordentlich gesprochen. Da Ja, kannst du noch ein bisschen nachholen. stimmt. Ja, stimmt. Das letzte Mal war es um was weiß ich, 3 Uhr morgens japanische Zeit. Insofern kann ich auf jeden Fall heute ein bisschen mehr in Vorleistung gehen. Also das habe ich ja nicht geschafft. Weil mit allem, ja, habe es versucht, aber nicht geschafft. Da habe ich gefailt. Hier, diese Folie möchte ich Ihnen auch wirklich ans Herz legen. Können Sie gerne auch einen Screenshot machen und sich auch mal selbst verproben, wo denken Sie denn, dass es hakt, ja, bei Ihrem eigenen Trading? Ich will mal kurz da durchgehen. Ich denke, es ist als Selbstdiagnosetool ganz hilfreich. Ich habe das viel mit Trading-Studenten gemacht und aber auch auf Seminaren. Und es ist auch so eine gewisse Hierarchie bei den Themen zu sehen. Also erstmal am Anfang gucken wir mal oben, wenn wir die Brille aufsetzen, hochwertiges Training finden, Literatur. Ich meine, deswegen sind wir ja hier. Also, dass wir auch einen guten Austausch haben, dass wir gute Informationen mit Ihnen teilen. Das ist aber auch nicht ganz einfach. Natürlich gibt es da auch so ein ziemlich großes Überangebot. Ist das schon wieder weg, Dirk? Ja, das Aber ist interessant. Ja, die GoToWebinar-Software, die macht hier gerade richtig Probleme. Ich wollte in die Fragen reingehen und jetzt ah, hängt er. okay, dann kann er nur ein, zwei.
Sachen machen dann, also dass ich dann gleichzeitig die Fragen, wie auch immer. Ich gehe jetzt noch mal kurz durch. Wie gesagt, die obere Reihe, das sind eher so grundsätzliche Sachen, technische Analyse, gibt es, denke ich, auch Vielzahl an Ressourcen und Informationen dazu. Jetzt gehen wir mal rechts runter. Trainingpsychologie meistern. Also das, wenn ich dann frage, da gehen doch oft die Hände hoch, dass die Damen und Herren da Probleme haben. Plan ausführen. Wenn man so ein bisschen weiter reingräbt, was ist denn das Problem? Ja, ich habe eigentlich einen guten Plan, ich kriege aber die Umsetzung nicht hin. Also das ist eine der Top-Antworten, die ich da immer bekomme. Und die anderen Boxen, die ich auf der rechten Seite habe, sind quasi Derivate des gleichen Themas. Es fällt uns immer leicht, und ich habe da auch wirklich ganz harte Fakten, es fällt uns immer leicht, die Trades, die gegen uns laufen, die dann wirklich komplett mit maximaler Positionsgröße in den Verlust laufen zu lassen oder in den Take-Loss laufen zu lassen. Aber in dem Moment, wo ein Trade so ein bisschen im Positiven schwingt, haben wir einfach die Tendenz, viel zu früh zu schließen. Ja? Wenn Ihre Strategie natürlich sagt, Sie müssen schließen, dann müssen Sie schließen. Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie haben 20 Pips oder 40 Pips Gewinnerwartung und Sie schließen im Schnitt bei 5 Pips Gewinne auf dem Trade, dann haben Sie halt da ein Problem. Ja? Also Trades laufen lassen, gerade auf der Gewinnerseite, ist doch eine super große Herausforderung. Und ich sehe es dann halt, wenn ich jetzt mal so ganz kurz nur noch auf die untere Seite eingehe, wenn man eine gewisse Erfahrung erreicht hat und auch eine gewisse Erwartung hat, was man mit dem Trading erreichen will, da braucht man auch ein größeres Konto, ja. Und dann sind solche Themen wie Slippage, gute Datenverbindung, Transaktionskosten, das ist auf einmal dann viel wichtiger. Wenn man 500 € Account hat, ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Aber wenn man einen 50 oder 100.000 € Account hat, dann macht das natürlich viel aus, wenn man einen Broker hat, der viel Slippage hat, der vielleicht keine gute Regulierung hat. Man hat keine guten Datenverbindungen. Das ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal passiert. Man macht den großen Trade auf und dann auf einmal reißt das Internet ab. Ja, ist mir auch schon passiert. Da haben Sie einen Plan B da. Ja, also ich lege Ihnen das mal wirklich ans Herz, also auch für sich als Selbstverprobungstechnik. Schauen Sie sich mal an und notieren Sie sich mal, welche Boxen für Sie da rausstechen. Üblicherweise, gerade so im Anfänger- bis mittlerem Segment, ist es die Trading-Psychologie, die da wirklich oben raussteht. Wie gesagt, wenn wir dann weitergehen, dann kommen eben auch hier solche Sachen wie genug Handelskapital mit rein. Das sind dann auf einmal die Themen, die dann noch eine größere Rolle spielen. So, Wenn da ich ist vielleicht natürlich die noch Frage, kurz damit ansprechen ja. darf, weil du ja auch Dinge angesprochen hast, wie gute Datenverbindungen, dass all das spielt in unsere eigene Trading-Psychologie an diesem Tag dann auch mit rein, wenn dann beispielsweise diese Panikzone plötzlich aufpoppt. Da passiert draußen am Markt etwas, der DAX, ja, der fällt 7, 8, 9% und hatten wir alles schon, ja. Und der Markt ist quasi zusammengebrochen an diesem Tag. Mega Rot Einbruch und dann plötzlich fällt von einem Broker draußen, hat man ja alles schon gehört, die komplette Plattform aus. Den ganzen Tag über, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden, da sind sie mehr oder minder wirklich nicht nur sauer, sondern hochrot im Kopf und haben richtige Panik, was gerade passiert mit ihrem jeweiligen Account. Und sowas darf natürlich einfach gar nicht passieren. Deswegen also die Auswahl ist immer absolut, absolut 100% wichtig, dass man mit einem verlässlichen Partner unterwegs ist, wo man auch weiß, dass da nicht nur die Datenverbindung dann das Ding ist, nicht nur die Latenz, nicht nur das Slippage, sondern einfach auch, dass der Broker da wirklich so stabil dasteht technisch, dass sie da parallel Genau. auch noch mit ihrer eigenen technischen Ausstattung schon überhaupt gut mit zurechtkommen können. Ich möchte noch kurz zur Technik auch heute was sagen. Es ist tatsächlich so, ich habe jetzt zweimal das schon versucht, wollte Ihre Fragen anklicken, falls Sie welche stellen. Nehmen Sie mir bitte nicht übel, wenn ich draufklicke, ist der Bildschirm schwarz, es wird nichts übertragen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Beschweren Sie sich bei GoToWebinar, was auch immer. Es funktioniert jedenfalls heute nicht. Keine Ahnung. Ja, ich habe aber jetzt einen Weg gefunden. Ich glaube, ich kann die Fragen sehen. Sieht dann das Okay. Fenster immer so ein bisschen auf die Seite, und es war also auch so, bei den Teilnehmern ist dann auch alles schwarz geworden, und ansonsten ein paar sehr freundliche Grüße aus der Teilnehmerschaft. Wir haben da ganz gute Runde hier zusammen. Gehen wir auf die nächste Seite, dass wir ein bisschen weiterkommen. Ja. So, jetzt gehen wir gleich auch schon mal quasi in so ein paar KPIs, wie man im Englischen so sagt, rein, also die Indikatoren, die Performance-Indikatoren, die wirklich wichtig sind. Und nochmal, wenn irgendwie der Guru auf Twitter sagt, irgendwie, man muss 100% Gewinnrate haben oder man muss immer so dieses Kurs-Verlust-Verhältnis haben, dann mag das für den Einzelnen funktionieren. Ich will das ja gar nicht hinterfragen, aber es ist immer wichtig am Ende des Tages, was funktioniert für Sie. Also bitte da nicht versuchen, jemanden anderen zu kopieren, sondern Sie müssen Ihren eigenen Weg finden. Und gerade das Thema Psychologie,
Es braucht eine gewisse Zeit. Ja? Also es braucht wirklich Zeit. Das ist nicht innerhalb von 1, 2, 3 Wochen oder einem im ersten Jahr üblicherweise nicht getan. Diese Disziplin zu haben, eine Strategie ordentlich umzusetzen, das braucht eine gewisse Zeit. Jetzt, ich bin irgendwann an den Punkt bei meinem Training gekommen, da habe ich gemerkt, jetzt hier habe ich eine große Stufe erreicht, wo ich mich quasi mehr darüber freue, dass ich meine Strategie diszipliniert umsetze. Und wie quasi das, ob das jetzt ein Gewinn oder ein Verlust ist natürlich wichtig, aber es ist erstmal sekundär, weil ich, solange ich Vertrauen in meine Strategie habe, in meine Setups habe, setze ich die um und dann ist halt einfach die saubere Umsetzung ist wichtig. So, was habe ich jetzt hier mal auf die Folie mit draufgepackt? Zwei quasi KPIs, zwei Indikatoren, die wirklich wichtig sind. Der eine ist die Gewinnrate, also die Antwort auf die Frage, wie oft, ich nehme mal als Beispiel jetzt auch für das Webinar, sagen wir, wenn wir Strategie reden, gehe ich immer davon aus, dass wir jetzt mal 100 Trades, nehmen wir mal an, in der Strategie umgesetzt haben. Da kann man schon eine Aussage darüber treffen, ob eine Strategie quasi einen positiven oder negativen Erwartungswert hat. Also die Gewinnrate wäre dann von den 100 Trades, wie viel sind Gewinner und wie viel sind Verlierer. Wenn ich 50 Gewinner, 50 Verlierer habe, habe ich ja eben eine Gewinnrate von 50% und dementsprechend geht es dann nach oben, wenn alle 100 Gewinner sind. Habe ich 100%, Null ist 0%. Also das von der Einordnung her. Und dann das Zweite ist quasi dann die Frage, wie viel riskiere ich denn, um in einem Trade einen Profit zu machen? Das kann 1 zu 1 sein. Ich kann sagen, ich bleibe beim FX-Bereich. Ich habe einen Trade, der soll mir 50 Pips bringen und ich gebe dem Stop-Loss 50 Pips vor. Da habe ich einen quasi 1 zu 1 Gewinn- und Verlust- oder ein Risikoverhältnis. Ja. Oder man kann auch sagen, meiner Strategie, ich erwarte immer, dass ich den doppelten, als Beispiel jetzt, den doppelten Gewinn habe im Vergleich zum Verlust. Also in meinem Beispiel zu bleiben, hätte man dann jetzt, würde man sagen, man macht einen Take-Profit bei 100 Punkten und man nimmt ein Stop-Loss bei 50, dann hätte man quasi die doppelte Erwartung, was den Gewinn betrifft. Und da gibt es natürlich viele Variationen dazwischen. Und was mir halt immer wieder auffällt, ist, dass gerade Damen und Herren, die neuer beim Trading sind, ich will da niemand auf den Fuß treten, dass die es schwierig finden, eine Strategie umzusetzen, die nicht irgendwie im Bereich 80 oder 90% eine Gewinnrate hat. Was ich da üblicherweise sehe, ich komme nochmal auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass da die durchschnittlichen Gewinner in dieser 80- und 90-prozentigen Strategie, dass die durchschnittlichen Gewinner dann halt signifikant kleiner sind und durch vielleicht nur die 20% Verlierer, die ich habe, mehr als ausgeglichen werden und die Strategie dann doch ins Negative dreht. Und das ist auch so ein Psychologie-Thema. Wir Menschen, wir hassen es zu verlieren. Ja? Wir hassen es absolut. Und dann ist, das war das, was ich vorhin meinte, wenn der Trade dann so ein bisschen ins Positive läuft und eigentlich habe ich meinen Take-Profit bei 50, was sehe ich dann oft? Der wird bei 8, 9, 10 Pips, wird dann abgeknipst, ja, wird der Trade zugemacht. Naja, von Verlust, von Gewinn mitnehmen ist ja noch keiner pleite gegangen. Naja, leider doch, weil wie gesagt, ihre Verlierer-Trades lassen sie ja dann auch voll in die Verlustzone reinlaufen. Also da muss man sich da selbst mal verproben. Also nicht nur die Gewinnrate bitte anschauen, sondern schauen sich auch Menschen wie über 100 Trades hinweg, wie groß ist denn mein durchschnittlicher Gewinner oder Verlierer? Das könnt ihr ja ganz einfach analysieren. Sie können sich ihre Trades ziehen von der Handelsplattform. Da ist ja auch Analysemöglichkeiten mit drin. Da muss man sich schon auch ein bisschen ehrlich gegenüber sein. Natürlich auf Papier sagen dann immer alle, ja, ich habe eine Strategie, da mache ich dreimal so viel Gewinn wie Verlust in meinen Trades. Naja, aber das ist, wenn man dann mal guckt, das sind dann Strategien, wo man dann vielleicht auch nur 30 oder 40% Gewinnrate hat. Also aus 100 Trades hat man nur 30 und 40, die gewinnen. Das ist schon knallhart umzusetzen. Und ich mache noch einen Kommentar und dann, Dirk, interessiert mich dein Blickwinkel natürlich wie immer sehr. Die bekannten Turtle Trader, die haben Sie vielleicht schon gehört, ja. Und zwar, die wurden ja ausgesucht in Amerika, denen wurde eine Strategie gegeben und dann gesagt, ihr müsst ja einfach nur die Strategie umsetzen. Da haben auch einige es nicht geschafft, die umzusetzen. Ja, und wenn man sich diese Strategien, die da gehandelt wurden, oder die Strategie, die da gehandelt wurde, wenn man sich genau anschaut, die hing im großen Maß davon ab, dass man wirklich dann auf einmal diesen einen Trend-Trade im Jahr, oder vielleicht sind es auch nur zwei Trades, die braucht man dann als Gewinner und dann haben die wirklich ordentlich abgeräumt mit dieser Strategie. Und da mussten die aber auch diszipliniert monatelang da sitzen, bis dann irgendwann mal dieser eine oder diese zwei Gewinner-Trades kamen, die in einen Trend gemündet sind. Also Trendfolgestrategien sind unheimlich, unheimlich schwierig umzusetzen. Und den haben die dann diszipliniert ins Ziel laufen lassen und da haben die tatsächlich dann auch große Profite damit gemacht. Aus psychologischer Sicht extrem große Herausforderung. So, jetzt mache ich mal kurze Pause und Dirk, was ist deine Meinung dazu? Ja, ich finde es auch nochmal jetzt parallel zu den
Zu den allgemeinen Ansichten, du weißt ja, ich bin ja immer sehr konträr Genau. unterwegs. Wenn ich jetzt beispielsweise mal die letzten 2 Tage heranziehe, ein Beispiel davon habe ich auch bei Twitter, also neuerdings heißt es ja X, wie Sie ja wissen, gepostet. Da ging es darum, in dem Fall Euro-Dollar, wie bei mir meistens. Und da habe ich einfach auch mal die typische Position wieder eingenommen, komplett konträr, weil Euro-Dollar schon an diesem Tag relativ gut abverkauft wurde und schon an einen für mich wichtigen Unterstützungsbereich rankam. Und da habe ich die konträre Position, also ich habe diese Nicht-Trend gefolgt, bin nicht einfach weiter mit dem Schwarm Richtung Short, Euro-Dollar Short, sondern in dem Fall Euro-Dollar Long, und zwar in Richtung des Fed-Zinsentscheids. Und man muss halt sich überlegen, dass man halt beim Euro-Dollar auch eine gewisse Tagesspanne sich immer wieder daran erinnert, welche Tagesspannen sind normal bis übertrieben. Und dann kann man aber auch sich auch selbst für seine eigene Strategie dann auch schon zurechtlegen. Aufgrund dieser Tagesspanne, aufgrund dieser prozentualen Abgabe mittlerweile, kann es sich lohnen, mit einem ersten Fuß auch schon in die Gegenrichtung zu gehen. Ist aber dann diszipliniert, wenn es darum geht, Gewinne zu sichern, wirklich gleich Gewinne zu sichern. Wenn diese Position relativ schnell in den Gewinn läuft, sodass ich das auch immer so mache, dass ich mir selbst eigentlich auch einen sogenannten psychologischen Puffer lege, indem ich die Hälfte meiner Position entnehme und den Stop-Loss auf den Entry ziehe. Das heißt also, ich habe dann in diesem Moment auch für mich die psychologischen Fakten geschaffen, dass ich auch gar nicht mehr Angst haben muss, dass dieser Trade noch zerbröselt. Im schlimmsten Fall wird er an dem Stop-Loss ausgestoppt, also an diesem Punkt ausgestoppt, wo ich aber schon eingestiegen bin, weil ich habe ihn ja schon nachgezogen. Also das nur ein Punkt dazu. Noch diese ganzen Themen wie Win-Loss-Ratio und auch Vorteile von wegen CRV und was es alles gibt. Wenn Sie ein paar Trader interviewen, die wirklich lange Jahre auch im Geschäft sind, da gibt es ja auch welche, die dabei sind, die haben beispielsweise Gewinnraten, die sind wie hier auch im Beispiel deutlich unter 50% und sind trotzdem in der Lage, damit hervorragende Ergebnisse zu erzielen, weil sie eben letzten Endes ihr Risiko gleich begrenzen. Also die gehen wirklich gleich auf die Bremse und minimieren ihre Verluste. Ganz diszipliniert. Und je nachdem, wenn man das gut festzurren kann, teilautomatisiert vielleicht sogar, dass man da gar nicht psychologisch betrachtet in die Bredouille kommt und zu schwitzen, sondern dass für einem selbst quasi dann der Trading-Bot beziehungsweise die Handelsplattform, der zum Freund wird und mir dann letzten Endes diese Entscheidung ja dann abnimmt und sagt, okay, jetzt ist das hier beispielsweise 10 oder 15 Pips schon im Minus, bupp, rausgestoppt, nächster Trade. Und auf diese Weise kommen dann bei den ein oder anderen Tradern, die das auch so wirklich diszipliniert durchführen, die Gewinne halt eben raus, wo man sich denkt, das kann doch prozentual gar nicht wahr sein, aber es ist mathematisch natürlich trotzdem nachweisbar, dass man damit weiterhin hohe Gewinne erzielen kann, weil es gibt Leute, die managen ihre Trades dann eben letzten Endes und können die weiter auch laufen lassen und ziehen die Stops zum Beispiel nach und erwirtschaften dadurch eben dementsprechend auch höhere Gewinne. Also das funktioniert alles schon soweit ganz gut. Wenn man jetzt wie Malte natürlich auch sehr viel automatisiert macht, dann muss man natürlich eine Strategie auch wählen, die wirklich über alle möglichen Märkte, wo man die anwenden will, auch bis auf Herz und Nieren geprüft ist. Da bist du ja auch sehr stark involviert. Haben wir ja auch in den Webinaren beispielsweise zum Thema KI gemacht, dass wir immer gesagt haben, wenn Sie sowas nutzen, nutzen Sie erstmal Ihre jeweiligen Tools in den jeweiligen Plattformen, machen Sie Backtesting-Verfahren und gucken, wie Ihre jeweiligen Strategien performen können, dass Sie überhaupt in der Lage sind, später zu sagen, ja, damit fühle ich mich etwas sicherer. Die Strategie, die ist für mich okay, mit der kann ich arbeiten, mit der kann ich Gewinne erzielen, mit der kann ich letzten Endes auch Verluste relativ schnell begrenzen. Also lauter diese Dinge, die hatten wir auch im Verlauf. Gerne auch herzliche Einladung dazu, nochmal diese Webinare beim YouTube-Channel von VR Self Invest nachzuschauen, auch mal angesprochen. Will jetzt auch gar nicht weiter vorgreifen. Bist du mit der Folie da jetzt schon weiter Ja, oder? wir können jetzt ein bisschen schneller machen, was die Folien betrifft, weil ich glaube, einige von diesen, das auf die nächste Seite gehen, einige von diesen Themes oder von diesen Themen haben wir jetzt schon angesprochen. Insofern wollen wir es hier nochmal einfach verankern und vielleicht mit ein paar Beispielen unterfüttern. Also wir hassen Verluste, wir haben eine Verlustaversion. Ich
Ich habe einen Trader hier in London kennengelernt. Der Ryan kommt ursprünglich aus Südafrika, ist mittlerweile in Neuseeland, ist übrigens auch sehr beliebt bei Trader in Neuseeland. Und er hatte eine Futures-Strategie gehabt und da hat er wirklich 13 Trades in Folge gehabt und das waren alles Verlierer und er war völlig am Boden zerstört. Aber hat es geschafft, er hat weiter seine Strategie umgesetzt und hat dann eine Gewinnerserie hingelegt. Ja, aber das war unheimlich hart und da ist auch eine Menge Geld natürlich dabei draufgegangen. Also das war das, was ich hier auf der Folie nochmal versuche hier auszudrücken, dass eben diese Verlierer-Trades, die spüren wir halt viel stärker. Gehen wir auf die nächste Seite. Ich mache jetzt mal so drei, vier Folien, dass wir auch alles schaffen. Also Strategie, Timing, Psychologie. Es muss auf Sie passen. Den Punkt hatte ich auch schon mal angesprochen. Ihre Strategie, Ihr Finanzinstrument. Ja, wenn Sie jemand sind, ich habe Trader kennengelernt. Also in Köln hat man mal ein Seminar, da war ein Scalper dabei. Ich kenne auch jemanden in Stuttgart. Der ist nicht happy, wenn er nicht andauernd im Markt ist und nicht andauernd diesen Impuls hat. Ja, und er kann das auch, die zwei können das ganz gut handeln. Dann auf der anderen Seite können wir einen Trader hier in London auch wieder, der handelt nur auf dem 4-Stunden-Chart, der schaut sich das Chart nur dreimal am Tag an, wenn neue 4-Stunden-Kerzen eröffnet werden, hat eine ganz klare Strategie und muss halt, was er durchhalten muss, ist, dass er vielleicht mal eine Woche oder zwei kein Signal bekommt. Das kann auch passieren, ja. Das ist eher seine Herausforderung. Also es muss zu Ihnen passen, zu Ihren Lebensumständen passen. Ich kann Ihnen auch versichern, wenn Sie einen hektischen Job haben und dann versuchen, noch irgendwie der Mittagspause schnell den Trade reinzuhauen, das wird schiefgehen. Ja, das wird auf jeden Fall schiefgehen. Da haben wir auch genügend Beispiele schon an der Stelle bekommen. Dann nutzt man vielleicht besser die Zeit, die man hat zur Analyse und packt dann den Trades ins System ein und lässt dann das System umsetzen. Oder wir haben ja über automatisiertes Handeln gesprochen, denkt da wirklich ein bisschen mehr nach. Aber wenn man eben nur gewisse Zeiten hat zum Handeln, der Markt wird sich an ihre Zeiten niemals halten. Ja. Und das gilt auch für professionelle Trader. Ja, deswegen ist der professionelle Trader quasi immer on und immer am Markt auch dabei, um halt den Moment dann auch zu bekommen, wo sich das richtige Signal ergibt. Ja, und dann auch bei Ihrer eigenen Psychologie erkennen Sie Ihre Stärken und Schwächen. Das kann man ja ganz einfach machen. Man kann so wie so ein emotionales Tagebuch führen und kann dann zu seinen Trades, man sollte ja ein Trading-Tagebuch führen, kann auch reinschreiben, wie man sich dabei gefühlt hat. War da irgendwie gerade eine Stresssituation im Leben, irgendwie das Kind ist krank oder sonst irgendwas, man hat Ärger mit jemandem, ja, fängt man deswegen an, andere Trades zu machen. Warum habe ich die Positionsgröße viel größer gemacht, als ich es eigentlich wollte. Ja, das muss man verstehen und da kann man es angehen. Ja, üblicherweise sehen wir in der Analyse, wenn man sich mal so ein Trainingsjournal von einem Trader anschaut, die Probleme kommen oft daher, dass man dann auch sein meistes emotionales Kapital und das echte Handelskapital den schlechtesten Trade hinterher wirft. Also wir obsessieren dann mit unseren, auf einmal hat man einen großen Verlierer produziert, macht man gerne freitagnachmittags vor Wochenende. Auf einmal kommt da der große Verlierer zusammen und dann fängt man an zu überlegen. Und dann ist man im Stress, Tunnelblick, Adrenalin wird ausgeschüttet und die schlechtesten Entscheidungen werden gefällt. Ja, also dafür müssen wir uns dann, das müssen wir uns erstmal visualisieren, hervorrufen und dann angehen. Ja, also wir haben bei manchen Tradern zum Beispiel was so einfach wie, wie gesagt, wir nehmen den Freitag raus. Freitag ist kein guter Handelstag für die, weil hier in der Analyse wirklich immer am Freitag dann das, was man vielleicht hart erarbeitet hat, sich hart erarbeitet hat, über die 4 Tage vorher am Freitag dann wieder zerschossen hat. Also so solche, es klingt ein bisschen banal, aber es hat auch dann tatsächlich eine große Auswirkung auf die Handelsperformance über längere Zeit. Also vor allen Dingen auch nochmal zum Abschluss für diese Folie beispielsweise noch hinzuzufügen. Punkt 1, Trading is no gambling. Also es handelt sich hierbei nicht um Pferdewetten oder um irgendwelche Lotto oder andere Dinge, sondern es ist ein Job wie jeder andere. Sie produzieren natürlich Verluste, die werden produziert. Verluste gehören immer zu Ihrem Geschäft. Verluste sind letzten Endes viel wichtiger für Sie. Über Verluste sollten Sie mit Ihren Trading-Kollegen sprechen. Sie sollten über diese Verluste ständig auch nachdenken, warum die zustande gekommen sind. Und je mehr Sie darüber sprechen, also wirklich Trader, viele Trader, die reden auch gerne eigentlich über ihre Verluste, weil sie sind eigentlich dann auch in der Lage, dann hoffentlich dann doch bitte über diese Verluste nachzudenken, sodass sie beim nächsten Mal so nicht mehr passieren. Ja. Also nochmal, das ist wichtig für die eigene Psychologie.
Und dann, wir sind immer so im Englischen, aber es ist halt letzten Endes wirklich so dieses Revenge Trading. Also ich habe jetzt irgendeinen Trade versammelt und ich muss jetzt unbedingt diesen Trade wieder reinholen. Verdammt nochmal, ich gehe jetzt nochmal raus und gucke mir da irgendeinen Wert an, wo ich mir vorstellen kann, der könnte jetzt wieder zurückschnalzen. Und da sind wir schon wieder beim Gambling. Ich versuche dann diesen Trade unbedingt zu erzwingen und versuche dann dieses Kapital mir unbedingt vom Finanzmarkt da draußen wieder zurückzuholen. Aber Ja. diese bösen Himmel da draußen, geben mir dieses Kapital nicht mehr zurück. Nein, es wird alles schlimmer. Ich versammle meinen nächsten Trade und hinten dran schieße ich dann noch einen versammelten Trade hinten an und fertig ist auf einmal das Ganze, die ganze Misere. Also, so funktioniert es nicht. Dann einfach zusammenklappen das Ding, Handelsplattform, was auch immer, zusammenklappen, Notebook zusammenklappen und ins Wochenende gehen. Oder einfach den Tag einfach auch einen Tag sein lassen. Manchmal ist es wirklich besser, nicht zu traden. Und das sind meistens die besten Trades, dass man dann letzten Endes wieder auf eine neue Chance wartet. Genau. Und das Auf sind eigentlich letzten Endes auch diese Punkte, die da eigentlich mit reingehören, denke ich. den Händen sitzen ist ja auch eine Position am Ende des Tages. Kannst gerne noch eine Folie weitergehen. Ich will auch mal Genau, auf zwei aktiv, Punkte noch passiv ein. sein. Ja, aktiv war sein. Ich will auch noch auf zwei Punkte eingehen, die jetzt gerade hier im Chat hochkamen. Aber bevor ich das mache, bevor ich es vergesse, du hast richtig angesprochen, wir müssen die Probleme analysieren und so weiter. Aber zwei Sachen. Erstens habe ich auch verstanden, das ist vielleicht auch hier eine britische Geschichte, weil man hier mehr so Wetten macht und es gibt Leute, die machen das zum Spaß. Und ich habe dann aufgegeben, denen zu sagen, nein, mach das bloß nicht, du verlierst doch nur Geld. Aber wenn man sein Handelskapital hat und sagt, okay, ich will jetzt unbedingt Risiko eingehen und mich interessieren diese ganzen Regeln nicht, soll man es machen, aber dann bitte auch halt, dann ist es eine Realität, die da halt da ist, dass das Konto dann halt leer ist, ja. Aber wenn, es gibt Leute, die wollen das und ich kann die ja auch nicht von ihrem Plan dann abbringen. Und das Also andere, es gibt allerdings auch, Malte, man muss ja. nicht unter, ist manchmal, man wundert sich ja dann wirklich, von wegen, das kann ja was fast schon nicht wahr sein, dass es dann natürlich auch Leute gibt, wo man denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so viel Glück auf einen Haufen dauernd kommt. Ich habe da auch einen gekannt, wo man jeder sich den Kopf gegriffen hat, mit griechischen Staatsanleihen darum hantiert hat und der damals gesagt hat, von wegen, ganz klipp und klar, das wird was, das wird was. Ja. Und er hat tatsächlich ein Wahnsinnsgeld damit verdient. Aber schau, es gab auch an der Stelle, es gab einen Broker, der hieß MF Global, ja, und da hat der Eigentümer, ehemaliger Goldman Sachs Trader oder Partner, hat in großem Stil, um Gottes Willen, was er gemacht hat, hat in die Kundenkasse gegriffen, hat auch auf Staatsanleihen gesetzt, hat aber das Timing nicht hingekriegt, hat dabei MF Global gekillt, ja, also Timing ist natürlich auch eine große Sache, ja, wenn man eine Idee hat, die umzusetzen. Also Hut ab, haben ja auch, wenn man sich die Finanzkrise anguckt, da gab es ja einige Trader, die bekanntermaßen sehr viel Geld mit den Shorts da verdient haben, aber haben auch sehr viele es eben nicht geschafft, weil sie das Timing nicht richtig hingekriegt haben. Oder es war ja schwierig, an diese Produkte ranzukommen, die Produkte, mit denen man diese Shorts handeln konnte. Aber der andere Punkt, wo ich noch eingehen wollte, ist, bin ja auch, denke mal, ein recht positiver Mensch. Bitte zelebrieren Sie auch Gewinne, wenn was gut läuft, ja. Also ich habe hier ein Trader-Pärchen in London, die ich gut kenne. Und was die machen, ist, die machen sowas wie, wenn sie dann eine gute Woche hatten und weil sie eine extra gute Performance hatten, dann nehmen sie sich auch dann etwas Geld und kaufen sich davon was. Und dann haben sie so einen Stempel bezahlt durch die Märkte, ja. Und dann wird da der Beleg dann abgestempelt. Also dieses positive Reinforcement ist halt auch unheimlich wichtig. Wir sind ja hier nicht nur da, um irgendwie traurig durchs Leben zu gehen und uns permanent unsere Fehler vorzuhalten. Wir wollen ja auch alle ein positives Gefühl da haben. Da muss man keine Millionen verdient haben, aber nach dem Motto irgendwie schon das Pint in der Bar am Abend und wenn man sagt, das habe ich jetzt dem Markt abgeluchst, das war schon mal ein sehr schönes positives Reinforcement. Die zwei Kommentare, die noch kamen, vielleicht den werfe ich dir zu, Dirk. Das sage ich schon mal, ein Kommentar vom Teilnehmer war, ist da quasi, ich paraphrase ein bisschen, ist ein Trading ein Job wie jeder andere? Oder bevor ich die Antwort zu dir rübergebe, war doch die Frage, wie kann man einen Take Profit und einen Stop Loss teil oder vollständig automatisieren? Also zwei Punkte. Erstmal, jede gute Handelsplattform kann man so einstellen, dass in der Sekunde, wo sie einen Trade eröffnet, schon automatisch ein Stop Loss und ein Take Profit vordefiniert ist. Das können Sie dann machen, wie Sie wollen, ja, dass Sie sagen, ich habe schon mal immer ein 30 Pip Disaster Stop Loss immer mit drin, wenn ich einen Trade aufmache, sonst war ich schon mal gar keinen Trade auf.
und irgendwie dann gleich einen Take Profit. Und dann ziehe ich mir die dann gerade, wie ich sie für meine Strategie brauche. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Vollautomatisieren. Naja, was zum Beispiel auch viele machen, ist, wir haben ja auch in den Webinaren über algorithmisches Trading gesprochen. Das kann man dann, da kann man seine Trading-Plattform und auch die von WH Self Invest natürlich, die kann man auf ein virtuelles Umfeld stellen. Und dann sind die ja immer on und dann kann man halt über automatisiertes Trading, kann dann die Plattform dann halt immer dann auslösen, wenn das Signal da ist. Vielleicht noch ein Zwischenschritt, eine gute Handelsplattform ist auch in der Lage, dass sie sagen, naja, im Grunde will ich eigentlich nur den Markt monitoren und das System soll mir dann sagen, wenn meine Parameter eingetroffen sind und dann schickt er Ihnen eine Textnachricht oder eine E-Mail. Ja, das geht auch mit den gängigen Handelsplattformen. Das ist auch so eine Halbautomatisierung. Weil eine Sache darf man ja auch nicht unterschätzen, wenn man vollautomatisiert und hat da nur einen kleinen Zahlendreher irgendwie drin bei der Positionsgröße, da hat man ruckzuck vielleicht mal eine Position reingeschossen, die viel, viel größer ist als das, was man eigentlich will. Also das war ja das meinte ich meinte, hat man auf einmal andere Probleme mehr in der Technik, in der Technik und in der Programmierung. Und die hat man sonst nicht. Das holt man sich raus, wenn man sagt, hey, ich will eigentlich nur die Technik nutzen, um mir die Analyse durchzuführen und mir dann immer quasi in Echtzeit ein Signal zu geben. Da kann man es natürlich auch ganz gut nutzen. Jetzt für dich noch die zweite Frage: Ist Trading ein Job wie jeder andere, Dirk? Was ist deine Meinung? Wie jeder andere würde ich jetzt nicht unbedingt so unterschreiben wollen. Es ist auch wirklich eine komplett, ja, es ist sehr schwer zu beantwortende Frage, weil jeder tickt ja auch anders. Jeder tradet irgendwas anders. Dann ist es auch nochmal zu definieren, was ist denn das überhaupt für ein Trader? Also ich meine, für meinen Fall zum Beispiel habe das nach den Anfängen irgendwann abgelegt, dass ich nicht mehr in diesen Bereichen des schnellen Tradings unterwegs sein will. Also Scalping wäre für mich schon mal gar nichts. Also ich bin jetzt 47 und habe eigentlich auch noch vor, 48, 49 zu werden. Das regt mich alles viel zu sehr auf. Also für mich ist das eher Swing Trading in Richtung Positionstrading. Und da macht man eigentlich letzten Endes, wenn man das ein bisschen seriös betreiben will, nicht einfach mal so für 1 oder 2 Stündchen da seine Handelsplattform auf und analysiert da ein paar Märkte, sondern man hat so seinen Tagesablauf. Man fängt morgens eigentlich relativ normal an. Also zum Beispiel, ich mache das so, das kann auch jeder andere wieder anders beantworten. Ich würde beispielsweise dann behaupten, um 7, halb 8 sollte man auf jeden Fall schon mal da mit einer Tasse Kaffee sitzen und mal die Vorbörse checken, was da so alles läuft, wie Asien gelaufen ist, jetzt aus unserer europäischen Sicht und was es da vielleicht für Überraschungen überhaupt aus Übersee gab. Und dass man dann letzten Endes sich auf einen Tag vorbereitet, auch die ein oder anderen Marken vielleicht absteckt bei seinen jeweiligen Lieblingen, sei es jetzt bei mir Euro-Dollar, sei es bei ein paar Einzelaktien, die ich beobachte, lauter solche Dinge. Man kann Orders schon vorfertigen, wenn man das möchte. Nochmal explizit darauf auch noch abgeschossen, was ich eben auch gesagt habe und was Malte noch erklärt hat. Jeweils, welche Handelsplattform auch immer man jetzt nutzen mag, auch bei WH Self Invest kann man ja parallel zum Nanotrader auch zum Beispiel die TWS nutzen, weil ich die jetzt besser auch kenne. Jedes Tool, das man da nutzen kann und einem irgendwie was hilft, mit dem man gut klarkommt, ist herzlich willkommen. Das heißt also, man füttert die jeweilige Plattform. Man nimmt sich die ein oder andere Marke raus und sagt, hier gehen wir long und zu einem jeweiligen Kurs. Man gibt den jeweiligen gewünschten Einstiegskurs ein. Man gibt das jeweilige Stop-Loss, den jeweiligen Stop-Loss-Raum ein. Man kann auch sagen, hier will ich meinen Take-Profit setzen. Alles mit den jeweiligen Euro oder US-Dollar oder was auch immer, was Sie für eine Währung haben, dann Marken. Und dann können Sie das Ding auch von sich alleine handeln lassen. Dann wird das in diesem Tag dann letzten Endes vom Markt selbst für Sie reguliert. Und das Trade wird ausgestoppt oder beziehungsweise am Take-Profit mit Gewinn entnommen. Haben wir überhaupt gar keine psychologischen Probleme. Wir fangen nicht an, Gier zu entwickeln, nicht an, gar Angst zu entwickeln. Das wird letzten Endes nach diesen Parametern, die Sie vorher definiert haben, dann abgehandelt. In der Zwischenzeit kann man sich anderen Dingen wieder widmen, Research für eine neue Setup-Geschichte. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Job. Es ist nicht Trading, wo ich sage, ich muss immer Recht haben, ich muss hier irgendwas was machen. Es hat überhaupt nichts mit Recht haben zu tun. Ich würde auch nicht sagen, ich handle irgendwelche Basiswerte, sondern ich handle Risiko. Ja, ich gehe irgendwo rein und handle das Risiko und bin aufgrund meiner Einschätzung der Meinung, dass an diesem Tag dieses jeweilige Vehikel, was ich nehme, dafür tauglich ist, den Basiswert Euro-Dollar zu bewegen in die richtige Richtung. Und damit meinen Gewinn zu erzielen, ihn rauszuschneiden. Ich handle eigentlich dieses Risiko. Und ja, ist es ein Job? Der Job ist letzten Endes, sich unter Kontrolle zu haben.
Ich glaube, das ist einfach der größte Punkt. Deswegen haben wir dieses Thema ja hier auch mit aufgenommen. Es hat was mit Handelspsychologie, mit seiner eigenen Psychologie zu tun. Wir kämpfen eigentlich gegen uns selbst. Wir handeln, bei jedem Trade, den wir hier machen, handeln wir eigentlich gegen uns selbst. Weil wir haben dann irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt da irgendwie raus. Ich muss da unbedingt jetzt raus. Beispiel von heute. Ich war bei der Lufthansa drin. Und ich habe den Trade, auch wenn der jetzt in den nächsten Tagen vielleicht noch wesentlich weitergeht, ist mir völligst egal. Ich habe den Trade geschlossen. Ja und? Ich habe da jetzt, wie der Malte so schön vorhin das auch mit dem Bier erklärt habe, ich habe da einfach mein sogenanntes Beer Money da rausgenommen. In dem Fall waren das gerade mal 50 Euro. Na und? 50 hier, 50 da und so weiter. Sie handeln das Risiko. Es hätte ja auch genauso gut sein können. Super News und der Markt verkauft es gerade wieder ab im nächsten Abschwung. Und dann ist ihr Gewinn futsch. Also Sie müssen selbst für sich entscheiden, dass Sie den Gewinn dann mitnehmen. Und ich glaube, das hat auch alles, was mit dem Job zu tun. Sie müssen Entscheidungen treffen. Wie in jedem anderen Job, Sie müssen Entscheidungen treffen. Machen Sie Genau. das jetzt oder nicht? Genau. Also, wenn ich da noch was hinzufügen darf, also ich bin ja auch recht viel in den Vereinigten Staaten unterwegs und war dann schon oft in der New York Stock Exchange. Was mir schon also auffällt, wenn man da mit den Tradern redet, also was ist schon, und du hast es ja auch schon angesprochen, Dirk, was die alle gut können, ist, glaube ich, die können ganz gut mit Unsicherheit umgehen. Und es gibt ja, wenn man ehrlich ist, es gibt ja nichts anderes auf der Welt, wo wir so schnell ein Feedback bekommen. Sie gehen in den Markt rein und der Marktpreis verändert sich und quasi kriegen Sie sofort ein Feedback, ein positives oder negatives. Und dann entwickelt sich der Trade eben in die eine oder andere Richtung. Oder was oft passiert ist, der Trade kommt ins Positive, dann dreht er ins Negative, bleibt ewig im Negativen und am Schluss erreicht er dann das leichte Ziel. Also mit dieser Unsicherheit muss man halt umgehen können. Und ich habe da schon den Eindruck, dass die Leute, die im Markt sind, so eine da eine gewisse Entscheidungsfreudigkeit da an den Tag legen und auch mit Risiko umgehen können. Die haben dann auch mal Verluste erlitten. Das ist, also habe ich noch keinen getroffen, der diese Erfahrungskurve nicht gemacht hat. Das gehört anscheinend, also ich würde schon sagen, das gehört mit dazu. Aber sie können ganz gut mit Unsicherheit umgehen. Sie sind unheimlich getriebene Leute, würde ich sagen, dass halt auch alles dann immer schnell geht. Also das hatte ich mit dem einen Trader gesprochen, nach dem Motto, er hat gesagt, er ist mal zu einem Autodealer gegangen und wollte da ein Auto kaufen. Und für ihn war das wichtiger, quasi sofort den Deal zu machen und nicht irgendwie 3 Monate warten zu müssen, als jetzt den besten Preis zu bekommen. Also das ist so ein Charakterzug, den sehe ich dann doch bei vielen Tradern. Um das nochmal zu verankern, was wir hier auf der Folie sehen, also nochmal für Sie, was ist denn Ihr Produkt? Ja? Ich zum Beispiel, ich bin grottenschlechter, wenn es geht darum, Gold zu handeln. Ich habe das mal, nicht mal versucht, funktioniert nicht bei mir. Ich bin ganz gut bei Währung, ja, und bei Aktientiteln. Und weiß auch genau, wo ich quasi meine Nische da gefunden habe. Und das ist auch wieder wichtig, dass man da nicht anfängt, irgendjemand zu kopieren. Nur weil irgendjemand ein exzellenter DAX-Trader ist, heißt es nicht, dass Sie dann da ein exzellenter DAX-Trader werden. Was ich Ihnen noch auch mit auf den Weg geben kann, so ein bisschen als Angebot für nach dem Webinar ist, wie gesagt, ich habe gesagt, eine Trading-Strategie, 100 Trades, nehmen Sie mal ein Setup. Ich kann Ihnen gerne noch eins mit auf den Weg geben. Können Sie nur Demo machen oder ganz, ganz kleine Handelspositionen und handeln Sie mal in Ihrem Finanzinstrument dieses Setup mal durch. Und dann werden Sie sehr schnell, vielleicht so nach einem Monat oder zwei, merken, was hat denn der Euro-US-Dollar im Vergleich zum US-Dollar-Yen, im Vergleich zum Euro-GBP, was haben die für unterschiedliche Charakteristiken? Und dann werden Sie auch recht schnell merken, was vielleicht besser zu Ihnen passt. Bei den Indizes ist das Gleiche, ja. Die haben der DAX und der S&P. Der S&P ist einer der beliebtesten Futures, die gehandelt werden. Auch unglaublich schwierig zu handeln. Da. Also in diesen Rhythmus, in den Flow reinzukommen und dass man halt auch sieht, dass es für einen passt, das ist nicht ganz trivial. Aber die Frage muss man sich schon beantworten. Ja, Auf der vor allen Dingen nächsten auch Folie. wichtig. Leg einfach noch eine Folie weiter im Hintergrund, da kannst du aber gerne noch Ist reingucken. vor allen Dingen auch noch wichtig, wo du das gerade sagst, von wegen, jeder muss, es ist auch eigentlich ganz praktisch, es geht mit dem Übergang, mit dem neuen Zeitfenster hier, was wir hier haben, eigentlich auch über, jeder muss sich seinen eigenen Wert, den er eigentlich gut handeln kann, ja auch erstmal raussuchen, der muss ihn finden, mit welchen kann er gut arbeiten. Bei mir sei es dann jetzt Euro-Dollar oder ein paar Einzelaktien, wo das funktioniert, wo man eigentlich so ein bisschen auch so ein bisschen weiß, wie seine jeweiligen Buddies da ticken, also quasi wie die so am Tag so, was die für Handelsspannen haben, wie die sich oft verhalten, welche Korrelationen da vorherrschen mit anderen Bereichen.
Du hast mit Gold gesprochen, von Gold gesprochen, Gold und US-Dollar und so weiter. Korrelationen, die man halt irgendwie beachten sollte. Lauter solche Dinge. Und dann eben beispielsweise auch zu sagen, was ist dann für mich zugeschnitten, mein eigener bester Handelsstil, welche Zeitfenster nutze ich überhaupt? 4 Stunden und einen Tageschart. Ja, das ist zum Beispiel für meinen Fall. Ein Minutenchart, 5 Minuten-Chart, 15 Minuten-Chart, Gottes Willen, was soll ich damit? Was soll ich damit? Bringt mir überhaupt nichts. Ich sehe nichts, ich sehe gar nichts, was da passiert. Ich sehe keinen Trend, nichts. Wenn Sie sich mal wirklich vor Ihrem geistigen Auge vorstellen, wenn Sie lauter Punkte vor sich sehen, weil Sie so dicht dran sind, so in der Zeiteinheit, so nah dran sind, da sehen Sie überhaupt gar nichts und dann gehen Sie immer weiter zurück und auf einmal sehen Sie viel mehr. Das ist wie bei so einem impressionistischen Bild, erkläre ich das immer. Sie stehen ganz weit da vorne dran und sehen nur Punkte. Und je weiter Sie weggehen, sehen Sie auf einmal das ganze Bild. So sollte es eigentlich auch bei der Zeiteinheit sein. Wenn Sie da irgendwie so mindestens mal einen Stundenchart in Richtung 4-Stunden-Chart mal anschauen, damit man überhaupt mal sieht, wie entwickelt sich dann dieser jeweilige Markt, den ich da angucke, überhaupt gerade. Und ich glaube, da ist halt vor allen Dingen immer schwierig, dann auch zu sagen, ich lasse mich jetzt total festkloppen auf einen Trading-Stil, ich bleibe Swing-Trader. Und verdammt nochmal, wer schiebt mich denn in diese Schublade rein? Wenn ich mir vorlege, ich will einen Swing Trade eröffnen. Meine Stärke ist das denn, diesen Swing Trade zu eröffnen, da, weil ich so ungefähr den Boden finde an diesem Tag, ungefähr so dieses Momentum für mich entdecke. Ah, jetzt hat sich der Markt an dieser Stelle, Verzeihung, ausgekotzt, wenn ich das mal so sage, in diesem Wert. Und da greife ich jetzt zu. Ja, das ist ganz schlimm. Ich greife in das fallende Messer. Oh Gott, aber ich tue es. Aber ich tue es auch mit einer gewissen Position, dass ich mich nicht übernehme dabei. Und dann lasse ich das ein Stück weit reifen. Und wie es der Teufel will, geht ausgerechnet ein paar Minuten später diese Strategie sogar schon auf, dass sich dieser Wert schon ordentlich erholt. Ja gut, dann kann ich doch selbst sogar entscheiden, ach nö, das reicht mir jetzt eigentlich sogar, ich nehme das wieder raus. Ja, bin ich dann jetzt Daytrader oder bin ich Swingtrader? Sie merken schon, also das ist so eine wirklich so eine Sache. Das kann Ihnen da keiner irgendwie fest beantworten. Sie nehmen einfach diesen Gewinn mit. Fertig. Da gibt es gar keine Diskussion. Aber sonst machen Sie Ihre Trades trotzdem über mehrere Tage halten. Da sind Sie trotzdem weiterhin Swing Trader. Also sowas zum Beispiel. Sie sollten Ihre eigenen Stärken und Ihre eigenen Schwächen kennen. Und wenn Sie da merken, oh, jetzt habe ich hier wirklich gerade einen Gewinn vor mir liegen, der ist relativ schnell passiert. Ja, wie schön. Dankeschön, lieber Marc. Den nehme ich einfach mit. Nächster Trade kommt bestimmt. Ja, also hat auch was mit Disziplin und mit der eigenen Psychologie zu tun. Sorry, Genau. Malte. Am Ende, wie gesagt, ich komme quasi inhaltlich wieder auf die KPIs zurück. Sie müssen halt gucken, wie ich sagte, über 100 Trades, wie viele Gewinner, wie viele Verlierer, wie groß sind meine durchschnittlichen Gewinner, wie groß sind meine durchschnittlichen Verlierer. Das kann man miteinander verproben und dann habe ich entweder einen positiven oder einen negativen Erwartungswert. Und wenn ich einen negativen Erwartungswert habe, dann muss ich gucken, woran das liegt. Meistens liegt es an der Umsetzung. Und nicht an der Strategie, aber manchmal liegt es auch an der Strategie. Aber wie du schon richtig sagst, ja, das muss man dann für sich selbst eben verproben. Wir können Ihnen das nicht vorgeben, was zu Ihnen passt. Was wir Ihnen hier mitgeben, hoffentlich auch ganz handhabbar, sind die Dimensionen, die einfach wichtig sind, an denen man sich verproben sollte. Ja? Wie zum Beispiel hier auch dieses Trade-Zeitfenster, Intraday oder Swing-Trading, was passt zu einem besser? Das kommt man doch durchaus schnell raus, ja. Wenn man anfängt, zu viel am Intraday, am Trade rumzufummeln, dann vielleicht besser die Finger von dem Intraday lassen und vielleicht doch eher so ein Ziel haben über mehrere Tage. Wenn man aber da vielleicht das ganz gut kann, auch innerhalb eines Tages, den Tag kann man ja gerade bei Währung auch nochmal in 3 Sessions, Asien-Session, Europa-Session, New York-Session kann man unterteilen, kann man halt auch innerhalb dieser Sessions handeln. Also das muss dann da doch dann zu Ihnen passen, was das Trade-Zeitfenster ist. Natürlich, mehr Trades bedeuten üblicherweise auch mehr Kapitalkosten und mehr Slippage. Das muss man natürlich dann auch mit berücksichtigen. Auf der nächsten Folie habe ich es nochmal zusammengebracht mit den wichtigsten Punkten. Also, was ich wichtig finde und was immer, also ich habe gerade hier schon mehrere tausend Leute gefragt über die ganzen Jahre. Die Umsetzung des Plans ist unglaublich schwierig. Also fühlen Sie sich da nicht schlecht, wenn Sie diese Herausforderung noch nicht gemeistert haben. Das ist für viele ein Problem. Es gibt da auch ein gutes Buch von Mark Douglas, Trading in the Zone. Und der hat so am Schluss auch so ein paar Regeln aufgesetzt, quasi,
die wichtig sind, um konsistent am Markt erfolgreich zu sein. Eine Regel, die er auch mit reingenommen hat in die Liste, ist, wenn ich ein Trading-Signal habe, also alle Ampeln sind auf grün, dann aber auch bitte schön in den Markt reingehen. Weil das Schlimme ist dann, was wir oft sehen, ist, dass quasi die Ampel ist auf grün. Der Trader geht nicht in den Markt, weil er denkt, naja, vielleicht kriegt der Markt mir noch ein paar Pips, ich kriege noch einen besseren Einstieg. Ja, und vielleicht funktioniert es dann auch, im schlimmsten Fall funktioniert es auch ein, zweimal, dass man drei, vier Pips mehr aus dem Trade rausholt. Aber was üblicherweise dann passiert ist, dass man da seinen ganzen Plan über den Haufen geworfen hat, dann auch gar nicht mehr weiß, was eigentlich die Strategie ist, sondern dann irgendwie fast impulsiv einfach nur noch in den Markt reingeht. Also ich habe die grüne Ampel an, dann setze ich um und dann ist für mich wichtiger, dass ich meinen Trade richtig umgesetzt habe und weniger, ob ich jetzt 10, 20, 50 oder 53 Pips gemacht habe. Das ist erstmal an der Stelle sekundär. Angst, nicht dabei zu sein, ja, das haben auch viele Trader, dass sie halt vom Markt sitzen und dann kennen sie vielleicht auch, gucken sich die Handelsplattform an. Jetzt will ich aber unbedingt bei der Bewegung dabei sein. Und das sehen wir oft dann bei Trends, wenn er läuft und läuft und läuft und läuft. Na, dann geht man dann aber, sagt, jetzt kann er nur noch weitergehen. Klack, ich kaufe in den Markt rein und was passiert? Da kommt der Rücksetzer und der Dirk hat gelacht, weil er an der Stelle vielleicht gerade richtig seinen Counter-Trend-Trader reingesetzt haben. Also bitte nicht in den Markt reingehen, aus Angst, eben etwas zu verpassen. Glauben Sie mir, das ist jetzt auch schon viele Jahre, die nächste Opportunity, die nächste Möglichkeit kommt garantiert. Vielleicht in einem anderen Finanzinstrument, vielleicht dauert es ein paar Tage. Die kommt aber auf jeden Fall. Deswegen, im Englischen sagt man FOMO, Fear of Missing Out. Ja, also da keine Angst haben. Und der letzte Punkt in dieser Liste, und das sehen wir auch im institutionellen Bereich leider sehr oft, diese Impulstrades. Nicht unbedingt Langeweile, sondern eher, war ein Trader in Düsseldorf, ein institutioneller Trader, der hat quasi dann einen Trade ausgelöst im Gespräch. So, und dann so die Frage, warum hast du denn jetzt den Trade gemacht? Ja, irgendwie, da könnte ich noch ein paar Pips aus dem Markt raussaugen. Ich sah da die Bewegung jetzt. Ja. Also einfach nur so aus der Hüfte geschossen. Und da ist es dann egal, ob der Trade erfolgreich ist oder nicht. So ein Trader hat dann ein Problem. Ja, weil das geht aus Risikomanagement-Sicht natürlich überhaupt nicht, weil das geht ein, zwei, drei, vier, vielleicht fünfmal gut. Das ist wie mit Martingale-Strategien, aber irgendwann haut es einem das ganze Ding um die Ohren. Und dann ist die Analyse dann ganz leicht. Ja, warum haben wir nicht da eigentlich nur in den Markt reingegangen? Naja, ich meine, es gibt ja auch dieses Beispiel, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, der Nick Leeson, der da mit der Baring Bank damals in APAC, in Singapur, da gehandelt hat. Da gab es halt noch nicht solche IT-Systeme und E-Mail und alles so wie heute. Der hat quasi dann auf einmal die ganze Bank gegen den asiatischen Markt gesetzt, den Aktienmarkt, ja. Und hat verloren am Ende. Lange Zeit konnte er seine Verluste wieder ausgleichen und hat aber damit mit Accounts rumgehandelt. Aber irgendwann waren die Verluste so groß, dass die ganze Bank dann pleite gegangen ist, die Baring Bank, was natürlich eine riesige Katastrophe war. Also auch im professionellen Bereich gibt es ja genug Beispiele, wo halt Trader sich da völlig übernommen haben, vielleicht aus Langeweile oder aus irgendwelchen anderen Gründen in den Markt reingegangen sind und dann riesige Verlustpositionen aufgebaut haben, die dann oft ganze Organisationen zum Untergang bringen. Ja, so, wo ich nur gerade da dich gehört habe, von wegen FOMO und so weiter. Also diese Dinge, die wir ja hier alle hier letzten Endes auch ein bisschen darstellen, das sind wirklich richtig alte Kisten, die eigentlich jeder kennen muss. Die muss man eigentlich sich verinnerlichen, weil ich meine, diese Sache mit FOMO, Fear of Missing Out, klingt natürlich dann etwas moderner oder klingt mehr nach Wall Street. Aber letzten Endes ist das auch nichts viel anderes als Coriolanus Straßenbahn, ja, wo sie dann denken, sie müssen unbedingt dem Ding noch besser hinterherrennen, aber er sagt, nee, rennen Sie nicht der Straßenbahn hinterher. So nach dem Motto, wenn man irgendwo hinterherrennt und aufsteigen will, kann man eben auch runterfallen. Ja, und solche Sachen, die ändern sich an der Börse dann doch irgendwie nie. Auch egal, ob man jetzt plötzlich mit ganz anderen Waffen an den Börsen unterwegs ist, aber wenn man irgendwo drauf springt, kann man eben dann auch wirklich auf die Nase fallen. Und ist plötzlich in einer Bewegung landen, wo plötzlich alle schnell Gewinne mitnehmen und es geht gerade in die andere Richtung. Und Eine oft. Frage, Dirk, kam noch im Chat hoch, sorry. Die ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, können wir beide beantworten. Kann man erfolgreich als Feierabendtrader handeln, wenn man täglich abends nach der Arbeit eine Stunde Zeit für Traden aufbringen kann? Also ich fange mal an und du würdest mich da auch deine Meinung interessieren. Also ist eine hervorragende Frage, weil ich würde sagen, das zu meinem Punkt am Anfang zurückzukommen, der Markt wird Ihnen in dieser einen Stunde
üblicherweise nicht dieses Handelssignal geben. Und es ist auch eher so gegen Ende des europäische Zeitzone, sage ich mal, Ende des Arbeitstag des Tages, geht also langsam, gehen die Volumina runter, die Amerikaner handeln dann vielleicht noch und dann ist es eine schwierige Zeit, ich gehe jetzt mal von Währungen aus, zum Beispiel, ist eine schwierige Zeit, um den Markt wirklich aktiv reinzugehen oder zu gucken, dass man halt in der Zeit scalpt oder Trades realisiert. Schwierig. Die Volatilität hast du dann doch eher Landenmarkt, in London geht der Markt auf oder früher Mittag, wenn halt London, Europa und Amerika gleichzeitig handeln. So, was kann man machen? Aus meiner Sicht würde ich sagen, bietet sich an diese Zeit dann, wenn man sagt, ich habe jetzt 1, 2 Stunden am Zeit ist, die dann nutzen für eine Analyse und den Trade dann im System hinterlegen. Ja, also das würde ich Ihnen dann empfehlen. Und nicht diesen Zwang zu haben, es muss dann in dieser Stunde, wo ich dann vorm Rechner sitze, muss das Ding dann funktionieren. Ich gebe auch ein konkretes Beispiel und dann gebe es zu dir, Dirk. Was ich ganz interessant finde, die Währungspaare wie australischer Dollar, US-Dollar oder neuseeländischer Dollar, US-Dollar sind bei Tradern üblicherweise auch recht beliebt. Was man auch machen kann, ist, was ich auch persönlich sehr gerne mache, ist dann quasi, kann man abends noch so eine Analyse machen, Fibonacci oder was auch immer Ihnen liegt. Dann packen Sie das Ding rein und der Asienmarkt handelt halt den australischen Dollar, US-Dollar und den Kiwi dann halt auch mit ordentlicher Volatilität. Und in dem Motto, wenn Sie dann quasi morgens aufstanden sind, ist schon die erste Session in APAC abgelaufen, Asia-Pacific. Oder können Sie dann sehen, ob Ihre Strategie tatsächlich schon zu einem Einstieg geführt hat, ob der Trade erfolgreich oder nicht erfolgreich war. Also das finde ich eine ganz interessante Kombination, wo man sich auch der Situation etwas entzieht, dass man jetzt gerade in der Arbeit dann doch andauernd fängt zu checken. Ja, man kann das ja auf dem Handy mittlerweile ja machen und wird dann, was weiß ich, zum Toilettentrader auf der Arbeit. Das ist das eher sehr schwierig, ja. Sehen wir aber dann doch sehr, sehr häufig, ja. Also die Zeit, Rotaussage von mir ist, Zeit dann eher für die Analyse nutzen, im Handelssystem hinterlegen und die Trade-Ausführung dann halt, soll dann halt der Markt machen. Ja, ich würde es beantworten mit, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wann ist denn Ihr Feierabend? Es kommt drauf an, habe ich, wie Malte sagt, die Möglichkeit, da ein bisschen Analyse vorher zu betreiben. Ich würde sagen, es gibt auch Tage, wo sowas relativ gut funktionieren kann. Es kommt aber auch da wieder darauf an, welche Märkte suche ich mir raus, welche Basiswerte suche ich mir raus, suche ich mir da Einzelaktien raus. Ich habe ja die Möglichkeit heute ohne Probleme überall Screening-Tools zu nutzen und kann mir jeweilige Einzelaktien auf die Watchlist packen. Ich kann mir Währungspaare auf die Watchlist packen. Ich kann mir alles auf die Watchlist packen, was mich da in dem Moment in den 1 oder 2 Wochen, wie ich screene, vielleicht interessiert, weil ich dann da schaue, oh, diese einzelnen Werte sind gerade auf dem Weg, sehr stark überverkauft zu sein von der Marktverfassung. Und dann kann ich mir auch gewisse Tage raussuchen, wo sowas vielleicht sogar besser funktioniert. Stichwort mal jetzt montags auf dienstags. Montags tendieren die Aktienmärkte recht oft in Richtung zur Südseite. Sie verlieren erstmal. Und dann passiert es dann oft auch, dass beispielsweise der DAX und auch europäische Aktientitel erstmal im roten Bereich schließen, also sprich per Börsenschluss. Nachbörslich können die aber sich erholen, weil die Wall Street sich selbst am Schopf packt und von Montag in Richtung Dienstag zumindest schon mal eine leichte Erholung probt und den sogenannten Turnaround Tuesday quasi dieses Phänomen, was auch relativ oft passiert, dass Dienstags ein guter Börsentag ist, dass man das schon montags für sich abends nutzt und die einzelnen Werte sich anschaut oder vielleicht sogar schon die ein oder andere Position eröffnet. Das mag sein, beispielsweise in irgendeinem schon geprügelten Autowert beim DAX, das mag sein in irgendeinem geprügelten Chipwert oder was auch immer, was Sie gerade eben sehen, was technisch überverkauft ist. Ja, Screener, von mir aus auch Finviz, egal was Sie nutzen oder in den Platz, in den Handelsplattformen drin, egal was Sie nutzen möchten, wo Sie Screener nutzen, Sie kriegen angezeigt, diese jeweiligen Einzelwerte sind gerade technisch stark überverkauft und da ist es vielleicht interessant, da einzusteigen. Sowas zum Genau. Beispiel. Wenn in Das den kannst letzten du ja. zwei Minuten vielleicht noch eine Folie weitergeben ist, das denke ich ist ein gutes Beispiel und das kann man auch ganz gut in die aktuelle Zeit bringen, was ich damals gemacht habe. Das war, da war der DAX deutlich tiefer, als er heute ist, ja. Und hat dann so eine Phase gehabt, wo es einen ordentlichen Rücksetzer gab. Und das, was ich dann Ihnen zeige, ist jetzt der Markt, sehen Sie ja auf der linken Seite, ist ordentlich nach unten gegangen. DAX 4-Stunden-Chart.
Und dann habe ich mal von so bekannten Tradern, die dann auf Twitter, jetzt X, ihre Meinung da kundgetan haben, habe ich mal geguckt, was da so gesagt wurde. Sehen Sie, der Markt hat sich erholt und dann hieß auf einmal, Bullish Hammer, es geht nach oben, auf geht's, alle kaufen, alle kaufen. Ja, und dann in den nächsten paar Tagen ist ein bisschen seitwärts und wir sind erstmal nach unten. Dann wieder so eine Aufwärtsbewegung. Ich bin jetzt in dieser blauen Box drin und dann geht es wieder nach unten. Oh, jetzt aber der Retest von dem Tief. Das sieht bärisch aus. Das sieht bärisch aus. Der Markt hat sich erholt in den folgenden Tagen und Stunden. Und dann auf einmal kam die Meldung, nachdem Gap Up einmal gedruckt wurde: Weihnachtsrallye, es geht nach oben, es geht nach oben. Und jetzt alle bitte schön wieder kaufen. Der Markt ist wieder abgerutscht, in die Seite gegangen. Hat dann diese Box quasi nach unten getestet und dann wurde gesagt, jetzt aber 8.350, die Aussage, die ist mir doch so wirklich immer in Erinnerung geblieben, dieser Wert ist unausweichlich, den haben wir nie gesehen, ja, den haben wir nie gesehen, den 8.350er Wert und da waren wir gleich so um die 9.000 an der Stelle. Und wo sind wir jetzt, ja? Und jetzt haben wir, also das war das, was ich meine, was ich jetzt so rüber transportieren kann. Jetzt fühlt sich doch im Moment auch so ein bisschen ähnlich an. Wir haben natürlich wirtschaftliche schwierige Situation und so weiter, aber wir sind bei 15.000, ja. Und der Markt ist jetzt natürlich von 16.000 runter auf 14.600 und ungefähr. Aber es war auch wieder emotional, war schon wieder so, das sieht bärisch aus. Jetzt sind die neuesten neuen Tiefstwerte wieder unausweichlich. Naja, also da ist dann quasi das Süppchen ein bisschen weniger heiß gegessen, als die Suppe da gekocht wird. Man sieht ja auch, ich weiß gar nicht, ob es natürlich wäre jetzt schon zu spät, aber man sieht ja auch beispielsweise auch typisch, wo wir gerade hier so wunderbar, wundersamerweise wieder aufgetaucht sind beim DAX, beziehungsweise auch wieder ein Setup bekommen haben, wo so ein bisschen alte Hochs hier aus diesem Bereich hier noch im Frühjahr hier. Und da sind wir in diesen Bereichen von 14.746 beim 38,2er FIP. Und sind hier auch in diesen Bereichen wieder auch als Unterstützung wieder drauf gekommen. Self-fulfilling prophecy, wie es immer so schön heißt, selbsterfüllende Prophezeiung, was die technische Analyse angeht. Und wir schnalzen quasi gerade wieder so in Richtung der zwei EMAs zurück, also zu den Durchschnitten und gleich zum nächsten FIP bei 15.427. Also nur mal so als gleichzeitige Untermalung, dass natürlich auch hier noch technische Analyse und überverkaufte Markt dann jetzt hier auch noch mit reinspielen. Und vor allen Dingen natürlich auch wundersamerweise noch in Zusammenspiel mit der Federal Reserve, die den Markt jetzt gerade da draußen ja mehr oder minder so signalisiert hat, dass so langsam eigentlich der Drops gelutscht ist mit der Zinserhöhung. Also zumindest das ist gerade vom Markt auch gespielt worden. Das kann in ein paar Monaten schon wieder komplett anders sein, aber aktuell spielt dieser Markt das so. Und deswegen laufen wir gerade quer von Wall Street über Europa eben nordwärts. Ja. Bring gerade noch die Folie zurück und gehe noch eine weiter, war die Bitte, dass wir alle Folie zeigen, dann wollen wir natürlich sehr gerne nachkommen. Und das bringt es dann nochmal ganz gut, vielleicht zu Hause die eine, die nächste, die dann noch ist. Es ist hoffentlich so ein bisschen so eine Zusammenfassung, Motto, man sollte eben das handeln, was man sieht, nicht sieht, was man handelt, das wird nicht funktionieren. Lassen Sie sich da bitte nicht ins Boxhorn jagen und lassen Sie da sich nicht von irgendwelchen Gurus irgendwas aufschwatten, sondern nochmal, ich glaube, was wir Ihnen rüberbringen wollten, Trainingpsychologie ist eine Herausforderung für alle. Wichtig ist, dass Ihr Setup und die Art und Weise, wie Sie handeln, dass es zu Ihnen passen muss. Wir haben die verschiedenen Dimensionen Ihnen da gebracht. Ich gebe Ihnen, lege Ihnen auch gerne nochmal dieses Chart, das der Dirk nochmal ganz kurz gezeigt hat, mit diesen Boxen, mit den Herausforderungen ans Herz, dass Sie sich vielleicht auch nochmal selbst verproben, wo hapert es denn? Und will nochmal mit einem positiven Schlusskommentar enden und sagen, wenn Sie Erfolge haben, dann die bitte aber auch zelebrieren und die festhalten. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Also von mir schon mal herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind für das Webinar heute. Hat mir viel Spaß gemacht wieder mit Ihnen und auch mit Dirk zusammen und ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und natürlich nochmal der Hinweis, bitte auf die Website von viaselfinvest.de gucken. Bei Webinare, Seminare sehen Sie das nächste Webinar. Das ist nochmal jetzt im November und zwar, um genau zu sein, am 16. November. Gerne anmelden. Wir freuen uns auf Sie und ich wünsche Ihnen und natürlich Malte wahrscheinlich auch erstmal einen wunderschönen guten Abend und Auf jeden Fall. bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss, danke.